Moin zusammen. Ich bin jetzt seit gut anderthalb Tagen aus Berlin zurück und musste das Ganze erstmal wirklich sacken lassen, weil das hat mich emotional sehr mitgenommen. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also wenn du da in die Augen schaust von Berufskollegen, die dann aus ganz Deutschland dahin kommen und einfach nur pure Angst vor der Zukunft haben, dann kann einen das nicht kalt lassen. Und wir müssen jetzt überlegen, wie wir jetzt klug weiter vorgehen. Und mein Vorschlag ist, dass wir jetzt wirklich an jeden Politiker in dieser ganzen Republik herantreten, von kommunaler Ebene bis hin zu Landtagsebene und vor allem auf Bundestagsebene, und denen allen klar machen, weil das ist uns in Berlin klar geworden bei den Gesprächen mit hochrangigen Politikern, dass denen gar nicht bewusst ist, welche Folgen das Handeln beispielsweise jetzt mit dem Insektenschutzpaket und der Verordnung aus dem Hause von Svenja Schulze hat. Ich hatte das neulich schon mal gesagt: Stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Und das sagt sich so einfach. Es ist nämlich nicht nur der Betrieb, der dann stirbt und das Höfe sterben, das hat ja gerade ein Turbo eingelegt, sondern es ist die ganze ländliche Leben, was wir halt so lieben und was uns ausmacht, was wir auch sind. Und das kann ja nicht so schlecht sein, wenn du jetzt mitkriegst, dass immer mehr Städter aufs Land ziehen und dass es jetzt halt auch hip ist, auf dem Land zu wohnen. Und deswegen muss denen das klar sein, was in Zukunft passieren wird. Es wird nämlich nichts anderes sein, dass wir uns in eine Abhängigkeit begeben, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, unsere Produkte, unseren Wohlstand, den wir jetzt halt generieren, auch so zu halten. Bezeichnend war gestern wirklich, wie Herr Dobrindt von der CSU gestern in der Bundestagsdebatte gefragt wurde: Herr Dobrindt, was machen wir denn in Zukunft mit unseren Medikamenten, weil wir ja alles importieren? Und da sagt er, wir müssen wieder die Apotheke der Welt werden. Und was meinten der damit? Der meint nämlich genau das Problem, was wir im Frühjahr letztes Jahr hatten, als wir noch nicht mal mehr ein Ibuprofen in der Apotheke kaufen konnten. Und wir sehen es beim Impfstoff jetzt auch. Und das Gleiche wird in 10 Jahren mit den Lebensmittelproduktionen passieren. Dass wir nur noch alles importieren müssen, gar nicht mehr autark sein können. Und das muss jedem Politiker klar sein. Es geht nicht darum, jetzt Insektenschutz, dass wir dagegen sind. Das ist völliger Schwachsinn. Gerade wir in Niedersachsen haben es letztes Jahr vorgemacht. Wir haben uns mit den NGOs an einen Tisch gesetzt und haben wirklich, sind unserer gesellschaftlichen Aufgabe, die wir auch wahrnehmen wollen, auch gerecht geworden. Wir wissen, dass Umweltschutz und Artenschutz eine gesellschaftliche Aufgabe ist, nur die findet bei uns auf den Höfen statt, auf unseren Betrieben, auf unseren Feldern, auf unseren Äckern statt. Und dafür müssen wir dann auch entschädigt werden. Es kann doch nicht sein, dass man Gesetze macht, dass einem etwas weggenommen wird, ohne dafür entschädigt zu werden. Das geht nicht. Das machen wir auch nicht länger mit. Und Politik ist für den gesellschaftlichen Frieden hier verantwortlich. Und tut mir einen Gefallen: Gebt diese Botschaft nach außen. Jeden Politiker, jeden. Das muss, egal welcher Partei. Das muss allen klar sein, dass es genau darum geht, dass wir zusammenhalten müssen in diesem Land, dass wir auch wahrheitsgemäß berichten müssen. Und wir müssen wissenschaftlich fundiert, nach guter fachlicher Praxis, Umwelt- und Artenschutz betreiben. Aber das passiert momentan nicht. Das ist einfach die Wahrheit. Und geht mit dieser Botschaft nach außen. Wir mit unseren Höfen, wir als Landwirte, wir sind keine große Wählergruppe mehr. Nur die Arbeitsplätze, die an der Landwirtschaft hängen, der nachgelagerte Bereich, hat die zweitmeisten Arbeitsplätze in Deutschland. Und das muss jedem Politiker klar werden. Und wir nehmen unsere Freunde, unsere Familien, auch die Bürger, die auf dem Land leben, die es interessiert. Die werden in diesem Superwahljahr 6 Landtagswahlen, Bundestagswahl und etliche Kommunalwahlen stehen an. Die werden wir mitnehmen und die werden entsprechend an der Wahlurne entscheiden. Und deswegen ist es ein wichtiges Signal an die Politik auch: Nehmt uns jetzt gefälligst ernst.